Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Grim Dawn am Hafen von Melmouth. Wir haben in der letzten Folge ein Lager im Stahlkappenviertel errichtet. Und jetzt sind wir wieder zurück am Stahlkappenviertel. Das ging jetzt sehr schnell. Ich dachte, wir müssen jetzt erstmal den Hafen clearen. Ich bin sehr irritiert. Ich bin sehr, sehr irritiert. Moment mal. Stahlkappenviertel, Hafen. Okay, also ich glaube, wir sind erstmal hier besser beraten, wenn wir hier bleiben. Aber genau wissen tue ich es natürlich nicht. Ach, wir gucken uns doch eh alles an. Also eigentlich, grundsätzlich ist es egal, in welcher Reihenfolge wir uns alles angucken. Klar, es gibt sicherlich eine sinnvollere und eine schwachsinnigere Reihenfolge. So, hier haben wir noch was. Und nicht vergessen, wir müssen überall nachgucken. Was habe ich denn gerade so die ganze Zeit Damage gekriegt? Was hatte ich denn gerade noch für einen Effekt auf mir? Da komme ich nicht durch. Aber da komme ich rein. Weil das bringt mir gar nichts, hier reinzugehen. Ich bin jetzt enttäuscht. Jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Dann gehe ich halt außen rum. So, ach, hallo, ein Held. So, hier alles schön kaputt machen. Ja, grundsätzlich sollen wir eigentlich einen Weg ins Kronenviertel finden. Auf den Kronenhügel. Aber wie wir da genau hinkommen, wo der Weg uns langführen wird, ob wir doch noch über den Hafen müssen und ob wir dabei Leute retten können und Erinnerungen finden, Rotlichtviertel bedenken, okay, das werden wir noch absehen müssen. Abwasserrohr, lecker. Wo landen wir denn jetzt? Anschwellende Tiefen. Klingt nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht gibt es hier irgendwas. Noch ein Devotionsschrein vielleicht. Oder die Leute, die ich retten muss. Aber dann hätte wahrscheinlich von außen ein Questmarker auf den Dungeon gezeigt. Übrigens, für den Fall, dass ich die Notizen von Yvonne dann nicht einfach so finden sollte, dann werde ich danach googeln. Kann ich euch jetzt schon mal so sagen. Entweder ich finde sie zufällig oder ich google sie. Weil da Ewigkeiten danach zu suchen. Wir haben halt keinen Anhaltspunkt. Wir wissen, dass irgendwo ein Zettel ist. Und das ist das Problem. Dieses irgendwo geht mir so ein bisschen gegen den Strich. So, da komme ich nicht auf die andere Seite. Da komme ich auch nicht durch. Obwohl es für mich danach aussieht, als würde man dahinter noch einen Tacken weiterkommen. Aber nur weil es für mich danach aussieht, muss es nicht so sein. So. Ah, sind noch nicht fertig. Ach, da haben wir noch einen großen. Seid ihr langsam fertig? Ich habe langsam nämlich keine Energie mehr. Ja, ist fertig? Gut. Freut mich. So. Du bist zu Ende. Du bist auch zu Ende. Da hinten hat sich schon eins von unseren Dingen hingebastelt. Wie bist du denn da hingekommen? Rennende dicke Leute. So, da geht's auch nicht weiter. Hier können wir noch lang. Ach, eigentlich habe ich mir gerade gedacht, ah, machst du erstmal oben und dann sind die Leute hier angerannt gekommen. Also gehe ich jetzt doch nach unten. Ist das nicht schön, seinen Plan direkt zu ändern? So, Tag. Machen wir noch weg. Ja. Da waren wir schon. Hi. Noch einer. Würmchen, liebes Würmchen. Die gehe ich mir auf den Kiez. So, fort mit euch. Das nehmen wir mit. Das mache ich kaputt.
Wir wollen das Notizen? Nein? Okay. Hätte ja sein können. Noch ein großer Golem. Noch ein paar ekelhafte Würmer. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal zu dem Golem. Oder der Golem geht zu mir. Eins von beiden wird richtig sein. So, hallo Würmchen. Ah, der ist nicht? Nee. Jetzt aber. Rifthund-Beinwickel. Also wieder für den Okkulten. Für das Rifthund-Beschwören. Ist sicherlich auch gar nicht mal schlecht, wenn man im Okkult mal ein bisschen was anderes als so den Raben benutzen würde. Aber für uns ist es ja eher so eine Nebenerscheinung. Oh, hi. Oh, du hältst mehr aus als ich. Was soll das denn jetzt? Das fand ich dumm. Also nicht unbedingt dumm, aber halt sehr blöd für mich. So, Ende. Aber schön, dass ich es auf der Aufnahme habe. Irgendwas scheint da gewesen zu sein. Diese ganzen Punkte für die Schwarze Legion, ne? Es ist unglaublich, dass ich so viele Punkte für die Schwarze Legion kriege. Und ich habe die so mühsam gefarmt. Ach, du lebst noch. So, Klingenaxt. Aber da ist auch schon wieder der Ausgang, wie ich gerade gesehen habe. Wow, 152 Gold. Meine Güte. Ein Schrott, auch cool. Das war ein wenig sinnlos. Aber hey. Bist du sinnvoll? Auch nicht wirklich, ne? Schön, dass wir das Secret noch gefunden haben, aber sinnvoll ist was anderes. Gut, die anschwellenden Tiefen können wir hinter uns lassen. Wo kommen wir raus? Wieder am Anfang. Na gut. Ich hoffe, dass hier nicht irgendwo die Notizen von Yvonne gewesen sind. Weder in den anschwellenden Tiefen, noch im Leuchtturm, den wir in der letzten Folge gesehen haben, noch hier irgendwo einfach in einer blöden Kiste versteckt, die ich aus Versehen nicht getroffen habe mit meinem Angriff. So. Das Eckchen haben wir jetzt jedenfalls gesehen und da bin ich sehr glücklich drüber. Das heißt, wir können jetzt weitermachen. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt wieder zurücklaufen soll. Hi. Oder ob ich hier direkt weitergehen soll, weil ich mir vorstellen kann, dass das hier der richtige Weg ist. Weil der sieht so Richtung Kronhügelig aus, wenn ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall ist da ein Sternchen. Weil das wird wahrscheinlich einer der Leute sein, die wir retten müssen. Eine Gruppe Gefangener ruft in der Nähe um deine Hilfe. Hi, Hiram. Gott sei Dank bist du hier. Du musst uns hier rausholen. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Beruhigt euch. Ich habe schon nach euch gesucht. Captain Wilford schickt mich. Dann muss er dir gesagt haben, dass wir uns freiwillig gemeldet haben. Wir wollten nur helfen. Der Widerstand benötigt Vorräte und ich führte eine Gruppe ein, um nach ihnen zu suchen. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Ich dachte, ich könnte sie beschützen, aber als wir angegriffen wurden, bekam ich Panik und befahl jedem zu fliehen. Einige von uns verstecken sich hier, aber wir wurden getrennt. Ich weiß nicht, wo die andere Gruppe ist. Ich werde sie schon finden, aber ihr müsst jetzt erst von hier verschwinden. Schon gut. Was auch immer du tun musst, hol uns einfach hier raus. Let's go. Nummer 1, würde ich sagen, ist gerettet. Einfach mal ganz frech würde ich diese Behauptung in den Raum stellen. Okay, hier ist nichts weiter. Da unten auf der dicken Hauptstraße geht es natürlich noch weiter. Mit einigen Viechern. Aber ich gebe mich jetzt mal mit denen hier oben zufrieden. Das sind auch genug. Ah, hi. Erstmal der große Dicki, ne? Und wenn der große Dicki weg ist, kann ich mich um die Kleinen kümmern.
Das Wessel ist mein. Ja, ich will das, den Wessel doch gar nicht. Oh, da unten links ist Nadia. Zumindest sieht es auf der Map so aus. Und ich glaube, das hier ist der Durchgang zum Kronviertel. Bombe des Widerstands. Oh, hi. Oh, ich stehe drauf. So, Bombe des Widerstands, Tore zerstören. Haha. Die Tore sind geöffnet. Sehr schön. Und ich habe eben das Rift Gate noch geholt. Aber ich rede mit Ulgrim noch nicht. Wir werden hier noch gebraucht. Das wollte ich nur eben schnell abschließen. So ein Rift Gate zwischendurch kann nämlich nie schaden. Für den Fall, dass man mal irgendwann irgendwo hin muss. So. Hier kommen noch ein paar Freunde raus. Gut, dann haben wir das fertig. Dann müssen wir nur noch hier reingucken. Weg mit euch, du lebst auch noch. Kohle. Und Ding. Sehr schön. Das ist erledigt. Da unten ist Nadia, die holen wir uns gleich. Aber jetzt muss ich hier erstmal hier reingucken. Na, ihr Schlümpfies. Wie die alle kaputt gehen durch das Ding, was auf dem Boden ist. Oh, hier ist ein Ding. Ist das Yvondas Truhe? Yvondas Erinnerung. Finde Yvondas Erinnerung. Rotlichtviertel bedenken. Kann ich ja mal aufrufen. Und Ausschnitt aus der Erinnerung Yvondas. Unter der Turmspitze, unter dem Flur, wo der Herold lag, um zu ruhen. Unter den Stufen eine versteckte Tür, ein Schlüssel dort, wo glühende Kohlen liegen. Was? Ah ja, ja natürlich, klar. Herold, okay. Also wenn ich kein Herold, nichts mit Herold finde, dann werde ich noch nicht hellhörig. Das schließe ich aus der Geschichte. Vielleicht gibt Yvonda uns ja auch gleich noch einen weiteren Hinweis. So, die nehme ich noch mit. Aus dem herausragenden Versteck. Und dann haben wir das hier auch abgeklappert. Dann geht's weiter auf der Hauptstraße. Ich bin wirklich glücklich, dass das hier so viel angenehmer ist als im Kerzenviertel. Weil hier laufe ich wirklich gerne rum. Hier habe ich absolut keine Probleme mit irgendwas. Aber Kerzenviertel, nee. Noch so eine Overworld hätte ich nicht gewollt. Was mit euch? Geht kacken, Leute. Hallo, Nadia. Was? Noch ein Überlebender? Willkommen in der Hölle. Wir sind hier draußen eingeschlossen, durch die Ätherischen vom Widerstand abgeschnitten. Beruhigt euch, ich habe schon nach euch gesucht. Uns gesucht? Ich hätte nie gedacht, dass sie es riskieren würden, jemanden zu uns zu schicken. Ja, Captain Wilfer schickt mich. Dem Captain sei Dank. Er war sich nicht sicher, ob wir das schaffen, und er hatte recht. Da war noch andere. Ein weiteres Erkundungsteam. Hast du sie gesehen? Die sind schon in Sicherheit. Jetzt müsst ihr hier verschwinden. Das sind gute Neuigkeiten. Nachdem wir uns aufgeteilt hatten, konnte ich sie nicht wiederfinden. Ich nahm an, dass sie tot sind. Was immer du tun musst, um hier uns hier rauszuholen. Ich bin bereit. Gut, let's go. Sehr schön. Die haben wir also auch gerettet. Wir haben Yvondas Notizen. Wir haben nur das Ding noch nicht gelöst. Okay, aber vermutlich müssen wir... Ich kann mir vorstellen, dass wir die Quest gleich abgeschlossen haben und wir eventuell Yvondas Versteck auf eigene Faust finden müssen. So nach dem Motto, geh da doch hin, wenn du vielleicht eine geile Waffe oder sowas haben möchtest. Und das Ganze einfach gar nicht mit einer Quest, mit einer weiteren Quest in Verbindung steht.
Ah, hi. Bleib ruhig drin. Na, braucht euch gar nicht so weit anzustrengen. Dynamit. Nehme ich mit. So. Das wäre der Abschnitt des Hafens gewesen. Ich freue mich sehr. Hier so sind unsere Widerstandskumpels. Das heißt, wir können hier jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Und haben noch den anderen Abschnitt vom Hafen. Vorher. Ach, wir sind noch super in der Zeit. Und das, obwohl wir heute schon viel erlegt haben. Und auch erlebt haben. Wir haben sogar einen Dungeon geklärt. Yvonnas Erinnerungen. Zwei Leute gerettet. Jetzt sind wir hier noch an diesem Dingen, wo der Richter uns hinhaben wollte. Wo wir seine Vorräte uns holen sollen. Da haben wir, glaube ich, noch einen dicken, aber der ist schon tot. So, Sprengstelle. Kaboom. So. Ist sie das? Richters Versteck. Ja. Das ist sie. Ketten des Seelenbinders. Ketten des Seelenbinders. Plus 2 auf Albrecht. Nee, das mag ich nicht. Ist zwar ansonsten gut, aber mag ich trotzdem nicht. Realitätsgefüge will ich nicht. Nee, auch nicht. Nee. Nee, 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 nee. Und dann haben wir das auch gesehen. Und haben nicht mehr viel übrig, glaube ich, hier vom Hafen. Ich schieße schon wieder gegen eine Alpha-Wand. Ich liebe das, gegen Alpha-Wände zu schießen. Das war mit Panetti gefühlt halb so schlimm, immer Alpha-Wände anzudonnern. Hier ist es wirklich nervtötend. So, da müssen wir hin. Da ist ein Tagebuch. Tagebuch einer Stadtwache. Vielleicht von dieser Stadtwache hier. Dann tut es mir ein bisschen leid für die Stadtwache. Aber ihr Tagebuch wird in unseren Kodex-Einträgen sicherlich ein tolles Zuhause finden. So, hier waren wir schon. Ach ja, das war das. Gut. Hier oben gibt es nichts weiter. Nö. Gut. Machen wir nur noch die Kiste auf. Und dann war das das. Dann können wir nun in das weitere Haus gehen. Das ist, glaube ich, das Eleganteste. Hä, was war? Ist da? Von Ätherischen versperrt? That's locked. Von den Ätherischen versperrt? Was spinnt? Was stimmt denn nicht mit euch? Kann ich die Tür nicht aber kaputt machen, wenn die Ätherischen mir das versperren? Wie sieht's denn hier mit den Ätherischen aus? Ätherische... Oh, noch 4000? Zusätzliche Helden erscheinen. Nee, vielleicht anderweitig. Okay, müssen wir im Auge behalten. Wann wir da reinkommen. Vielleicht gehört es jetzt zu einer Quest vom Widerstand. Könnte ja auch sehr gut sein. Oder vielleicht, sobald man großen, oberbösen Ätherischen besiegt hat, dass dann die ätherische Barriere weggeht. Könnte auch gut sein. So, ihr kommt hinfort. Hier kann ich lang und kann ein Secret finden. Immer solche Spitzen auf der Map, die deuten schon irgendwelche Secrets an. Da ist die Kiste. Und wie habe ich da oben gerade was kaputt gemacht? Das war ja heftig. Leute, das waren die Hafen. Das war der Hafen. Das war der Hafen. Das war das Stahlkappenviertel. Das ist ein Riftgate, was uns zurück ins Hauptlager bringt. Um die Quests abzugeben. Captain Wilfor. I'm pleased to hear that Hiram, Nadia and the others safely made it back. Thanks to you. Ich konnte sie doch nicht einfach da zurücklassen. Good on you to put yourself at risk for the safety of others.
I'll be sure that they do their fair share from within the hideout, and not out there. Not everybody's cut out for the warrior life. Was nun? I believe Corinia's got something big planned for the harbor, but she's not ready to discuss her plans yet. Okay, ich verstehe. Corinia. Captain Wilford tells me that you've done your fair share of rescuing damsels and acquiring murder weapons. Well done. Your efforts will go a long way towards our people's survival. Gern geschehen. I'm planning a new push against the Ethereals, but my people are not all prepared yet. In the meantime, be a deer and slay some more mutants for me. Or perhaps take a look at the bounty table. Okay, also wir brauchen jetzt den nächsten Schritt beim Malmouth-Widerstand, aber das dauert nicht mehr lang. Noch knapp 600 Punkte. Ich glaube, das könnte schneller passieren, als wir denken. So, Yvonda, dein Zettelchen. Du schon wieder. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich? Ja, das tue ich. Ich erinnere mich daran, dass du etwas finden solltest, was ich vergessen hatte. Hast du gefunden, was ich verloren hatte? Ja, hier ist er. Oh, der Zettel. Ja, es sind Anweisungen. Anweisungen für das, was ich verloren habe. Was habt ihr denn verloren? Ich weiß nicht, aber jetzt kann ich es finden. Ich weiß, wo ich es finde. Der Zettel wird es mir verraten. Okay, viel Glück. Gut. Viel Erfolg, Yvonda. Mal schauen, ob wir noch eine Bonusquest kriegen. Vielleicht hätte ich den Zettel auch behalten sollen. Kann sein. Ich weiß es nicht. Wir haben ihn jetzt jedenfalls abgegeben. Ulgrim, alte Granate. Tach. So this is what the Ethereals have envisioned for us all. I'm sure they won't mind that we let ourselves in. Also, was tun wir? Preliminary reports indicate that the main entrance to the Fleshworks is on the northeastern end of Crown Hill. It's sealed tight behind some thickly armored fleshy barrier. However, we also know that the Ethereals have several flesh vents around the district, emitting immense amounts of heat. If enough of them are destroyed, then the entrance may be forced open in order to compensate for the loss of ventilation. While I mobilize our forces for a frontal assault, you will need to seek out these vents and destroy them. It may be our only chance of getting inside and ending this master of flesh before his grand plan comes to fruition. Once you're inside the Fleshworks, I'm afraid you'll be on your own. Good luck. Gut, danke. Ich werde mich um die Lüftungsschächte kümmern. Aber ich habe gerade mitgekriegt, wir sind gerade respektiert geworden. Das heißt, ja, Madams Quest geht weiter. Sie ist noch da? Okay. Corinia. We've been preparing to make a push against the Ethereals, and it would be a great help if you joined in the attack. Was habt ihr vor? I'm talking about the Black Iron Docks, over on the western side of the Steel Cap District. The harbor is in ruins, boats shattered and burned. But if we are ever to push beyond the Aetherfire and not rely on magic or portals through hell, we will require transport. The Black Iron Docks were controlled by the Imperial Army. Only a small regiment was on site when the attacks began. A handful of them now serve in our resistance, but most perished. If we can take back the docks, we can begin construction of new ships and wrest back control of the waters. My men are ready. Will you lead this attack? Klar, klingt nach einem würdigen Ziel. Außerdem wollte ich da gerade eben schon rein. Passt also perfekt. 5 Punkte? Wo habe ich denn 5 Punkte her? Das habe ich auch vergeben. Wollen wir den mal ausprobieren, die Verwüstung? Einfach nur mal auf Level 1. Würde mich einfach mal interessieren. Energieabsorption. Nee, ich glaube, das passt so. Das brauche ich nicht. Physischen Schaden mache ich ja nicht. Ja, dann, ne? Wisst ihr was? So. Und dann können wir bald einen Höllenhund dabei beschwören. Vielleicht können wir dann mit zwei Tierchen rumrennen. Das wäre sicher nicht das Schlechteste. Gut. Komm, das machen wir eben noch schnell. Ich habe ja mein kleines Rift da noch in der Nähe. Das wäre schön doof, wenn ich die Gelegenheit jetzt nicht nutzen würde. So, und wenn das nicht da ist, wo ich denke, dass es ist, dann verwundert es mich. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es das Haus ist, was wir jetzt gleich einnehmen werden. Ja, da ist unser Quest-Marker. Ah, ist offen. Schön. Ist wieder zu. Hallo! Na? Wie geht's euch? Hä?
Alles gut bei euch? Ah, da geht es ja noch ganz schön weiter. Meine Güte, ich dachte, das wäre nur das kleine Haus. Aber nö. Naja, ich glaube, so großartig wird es trotzdem nicht werden. Aber auf jeden Fall mehr, als ich erwartet hätte. Und ich werde zwischen den nächsten Folgen, werde ich mal googeln, was es mit Ivanka auf sich hatte. Ob ich mir da jetzt irgendwie irgendwas verdattelt habe, indem ich ihr den Zettel zurückgegeben habe, oder ob ich selber hätte suchen sollen. Meine, streng genommen könnte ich ja noch suchen, aber ob das Spiel das genauso sieht, weiß ich halt nicht. Ich habe ja den Ausschnitt im Codex. Ich könnte nach einem Herold suchen. Die Black Iron Dogs werden überrannt. Aha. So, da ist was Dickes. Da war was Dickes. Ah, immer noch? Ja, ich muss jetzt erstmal ganz kurz. So, Heldenmonster down. War's das? Ja? Nö, war's noch nicht. Da ist noch ein Held. Jetzt war's das. Zumindest die Dicken haben wir schon down. Der fällt auch von alleine um. Sprich mit Corinia. Quest erledigt. Da ist nix. Ich sag doch, ich kann mir nicht vorstellen. Nearans Arbeitsprotokoll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so endlos lang dauert. Aber schön, dass wir es alles tot haben. So mag ich meine Ätherischen am liebsten. Da auf das Boot komme ich nicht? Nein? Okay. Sauber. Ach ja, logisch. Da wollte ich auch hin. Corinia! Was the mission a success? Die Docks gehören uns. I always knew I had it in me to tell somebody else to do something heroic. The Malmuth Resistance appreciates everything you've done. The future of this war may well be shaped by your actions this day. Now, if only this was the end of the Ethereals here. Don't worry though, I'll find something else worth killing. Was können wir sonst noch tun? For now, help out the others at the hideout. Take a look at the bounty table for recent developments. There's always something worth doing. Okay, gut. Erfinderin? Anja ist eine Erfinderin. Ach, so eine bist du. Ah. Kann ich das auch kaputt machen? Nö, wäre ja auch zu schön. Und Kaelon ist der Schmied gewesen. Ich habe schon gefragt, wo der Schmied... Ach nee, Kaelon ist jetzt nur wieder draußen. Und wo ist... Hiram, seltene Ware von Hiram. Kalendors Sturm, Alexandras Blitze. Nee, nicht wirklich irgendwas Interessantes. Ja, das mache ich ja offscreen. Sturm, Sturm, Sturm. Nix, nix, nix. Nix. Nee, ach, das sind außerdem Schilde. Ja, Schilde brauche ich eh nicht. Bereits erlernt, bereits erlernt, bereits erlernt, bereits erlernt. Okay. Ja, Leute, dann war es das für die heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann zerstören wir die Lüftungsschächte. Und, Rivia, hol. Ich weiß nicht, was wir ihr holen sollen, aber vielleicht kümmern wir uns auch beim nächsten Mal als erstes um ihre Quest. Ich google jetzt, was es mit Ivanka auf sich hat. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.